Hallo zusammen. Im heutigen Video möchte ich mit euch die Grundkompetenz AG 3.2 besprechen, bei der es darum geht, Vektoren geometrisch als Punkte und Pfeile verwenden zu können. Ich hoffe, das Video wird lehrreich und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Um euch das Ganze näher zu bringen, habe ich aus dem Aufgabenpool folgende Aufgabe gewählt, die 689. Hier geht es darum, von einem Quader, bei dem 4 Eckpunkte bereits bekannt sind, 3 weitere Eckpunkte zu finden. Diese sind dadurch zu finden, dass man Vektoren an gegebene Punkte anhängt bzw. diese abzieht. Wichtig ist, dass die gesuchten R, S und T Eckpunkte sind. Wie geht man nun vor? Beginnen wir mit R. R ist gleich ein Punkt, Eckpunkt, den man erhält, wenn man bei einem Eckpunkt E startet und den Vektor AB dazuzählt. Also, man hat hier im Eckpunkt E zu starten, ich habe hier ihn als Startpunkt bezeichnet, und hat im Anschluss einen Vektor AB anzuhängen. Eine Addition ist geometrisch eine Anhängung, also man hängt ihn dran. So, ich habe hier grün den Vektor AB, also den Vektor von A nach B, dargestellt. Der ist ja im Moment an der falschen Position. Durch Parallelverschiebung habe ich ihn aber an die richtige Position gebracht und dadurch erhalten wir hier rot dargestellt den Eckpunkt R, der ja gesucht ist. Also eine Addition bedeutet, man hängt den Vektor an einen gegebenen Punkt oder einen Vektor dran. So, nun den Eckpunkt S. Hier hat man einen Punkt A gegeben und hat hier zwei Vektoren anzuhängen, den AE und den BC. So, wir haben also im Punkt A zu starten und im Anschluss den AE und den BC anzuhängen. Ich habe den A mittlerweile markiert und habe nun den Vektor AE, den ich im Moment zeichne, anzuhängen. AE befindet sich schon in der richtigen Position, also er ist schon an A angelegt, das heißt, das kann ich so lassen. Nun brauche ich noch den BC, der hier unten ist, das ist ja der Vektor von B nach C. Wenn man so will, liegt er an der falschen Position, aber auch diesen werde ich nun parallel an die richtige Position setzen und erhalte somit den Eckpunkt S hier oben. Hat man zwei Additionen zu machen, ist das also geometrisch einfach zweimal einen Vektor an einen gesuchten Punkt oder an einen gegebenen Punkt anzuhängen. Kommen wir nun zum letzten Beispiel. Ich suche den Eckpunkt T. Auch hier habe ich wieder an einem Eckpunkt zu starten, nämlich E, und einmal einen Vektor dazu zu zählen, den BC, aber auch einen Vektor abzuziehen, den AE. Wie gehe ich nun hier vor? Ich starte im Eckpunkt E. Den BC kennen wir schon aus dem vorherigen Beispiel. Das ist der Vektor hier rechts unten. Ich bringe den nun in die richtige Position und hänge ihn an den Eckpunkt A an, Eckpunkt E an. So, und nun brauche ich den Vektor AE. AE ist der Vektor, der von A nach E verläuft. Hier rot dargestellt. Nun soll ich den aber nicht addieren, sondern subtrahieren. Und subtrahieren geschieht folgendermaßen. Man nimmt den Gegenvektor. Das heißt, den Vektor mit der gleichen Richtung und Länge, aber der anderen Orientierung, der hier nach unten verläuft. Und so erhalte ich den Eckpunkt T hier unten gekennzeichnet. Ich hoffe, ich konnte euch mit den drei Beispielen, die ich hier gezeigt habe, weiterhelfen. Und das Ganze ein bisschen näher bringen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und viel Spaß noch bei den nächsten Videos. Auf Wiedersehen.